Previously on Life is Strange Before the Storm. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. I'm gonna teach this little punk some manners. Hey, dickhead! Get the fuck out of here! Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. We don't have to like each other. But you will respect me. Hello, Black Hal. Chloe, do something! Hey, do you know if Rachel is a gamer? How would you like to join me on a little field trip? Don't be surprised, Chloe, if one day I'm just out of here. Let me know if you need an accomplice. Damn, they are really going at it. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? That was my dad. And that woman was definitely not my mom. Nach dem riesigen Brand am Schluss von Episode 1 und jetzt nach 1,5 Monaten warten, geht's endlich weiter mit Life is Strange Before the Storm. Ah, ich freue mich. Die Episode heißt Schöne neue Welt. Und wenn ich mich richtig erinnere, wollten die beiden am Schluss von der letzten Episode ja abhauen. Die haben ja schon ihre Pläne geschmiedet, wie sie dann einfach ihre Sachen packen und dann ohne Ziel vielleicht einfach in die Ferne fahren und Arcadia Bay hinter sich lassen. Wie das ausgehen wird, wissen wir ja schon, weil im ersten Teil von Life is Strange sieht man ja, dass sie nicht aus Arcadia Bay rausgekommen sind, mehr oder weniger. Aber ich bin trotzdem gespannt, ob sie es vielleicht versuchen in der Episode. Deswegen hätte ich gesagt, ich starte gleich einmal und red gar nicht lang herum. Und blend mich aus, sicherheitshalber. Miss Price, how good of you to join us. I'm so sorry we're late. My shift ran late at the diner and then... Just... sorry. Let us proceed. One of you here is new to the Blackwell disciplinary process. And the other is all too familiar with it. Blackwell's code of conduct is built upon a foundation of mutual respect meant to foster an environment conducive to education and enrichment. When that respect okay. is violated... reality check time. Yesterday did actually happen. I ditched school with Rachel Amber, and then Rachel really did start that fire. And that was after we actually agreed to run away from here. Right? Are you paying attention to me, Chloe? What? Miss Price, the last time we met, an agreement was brokered. Do you recall what that was? Okay. Versauen Sie es nicht. Nichts sagen ist das rhetorisch. Ob wir uns erinnern, was es war? Ja, aber... Are you asking, or is that rhetorical? Disrespectfulness. We agreed that you would rededicate yourself to becoming an exemplary Blackwell citizen. We did? In the event that you were unable or unwilling to do so, we also agreed that it would become pertinent to reassess your future status at the Academy. Despite all this, you engaged in the following actions yesterday. Insubordinate language. Disregarding posted signs about trespassing on the stage. Implications of possible drug-related activities. What does that mean? Yes, what does that mean? It means Miss Price has developed a reputation as a user of marijuana.
and I would strongly recommend you take a careful look through her room at home. Shall I continue? Witnesses saying you were involved in bullying Nathan Prescott. The hell I was! I stood up for that little weirdo. I suppose that's one interpretation of events. Say what you will about my daughter, but she is not a bully. Maybe you should be talking to Drew instead of me. You know, the guy who actually did what you're accusing me of. Mr. North's situation requires sensitivity. It will be handled separately. And Chloe's situation is less sensitive? I do not discuss other students' situations. We are here to discuss your daughter and her actions. Convenient. Ich glaube, unsere Mutter steht trotzdem noch hinter uns, deswegen versuche ich erst einmal den Wells zu beruhigen, weil der hat sie ja ziemlich auf uns abgesehen und das nicht unbedingt zu Unrecht, wenn ich ehrlich bin. Principal Wells, I know this looks bad. Thank you for your validation, Miss Price. May I continue? With your permission? Sorry. And yet, even with your prodigious disciplinary record, Miss Price, we needn't discuss any of it. We needn't? No, because you severed your relationship with Blackwell the minute you left school grounds without permission. What does that mean? It means you forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. I have no choice but to- I made her do it. What? 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 Yesterday was all me. My idea. I was having a bad day. I needed to blow off some steam, and I took it too far. Chloe tried to talk me out of it. I've been down that road, she told me. You're better than this. But I wouldn't listen. See, Chloe was afraid I'd get in trouble or hurt, so she came with me. But only to keep me safe. I'm just sorry you got caught up in it, Chloe. That you allowed me to drag you down to my level. Can you forgive me? Wow. Sie ist tatsächlich eine richtige Freundin. Wofür? Ich frag wofür, weil ich will jetzt nicht sagen, sie ist besser als wir, aber sie ist auf jeden Fall. Ich will auch nicht sagen, sie ist die vernünftigere von uns, aber ich weiß auch nicht. For what? You didn't do anything. Your willingness to stand by me, even now, is truly inspiring. Chloe, is this true? It's true. Totally not true. She really is an amazing actress. Miss Price? Entweder wir spielen mit und sie kriegt echte Probleme. Oder wir spielen mit und sie kommt glimpflich davon, weil sie ausgezeichnete Schülerin ist und einfach super dasteht schon dem Direktor gegenüber. Oder wir spielen nicht mit, gestehen unsere Tat und werden vermutlich von der Schule verwiesen. Ich spiele mal mit, auch auf die Gefahr hin, dass die Rachel dann Probleme kriegt, einfach weil ich glaube, wenn wir nicht mitspielen würden, dann wäre sie auch ein bisschen angefressen auf uns, einfach weil sie hat uns sozusagen ihre Hilfe angeboten und wir haben sie nicht angenommen. Deswegen spiele ich einfach einmal mit und hoffe einfach, dass ihr nichts passiert dadurch. Fine, yes. It was her idea. But it's not like she kidnapped me. We were in it together. Miss Amber, based on what you've just told me, I have grounds to punish you.
Are you sure what you've told me is the truth? Yes. This can't be the full story, Rachel. Ray! Just to be clear, Miss Amber, you're sure Chloe Price didn't coerce you or... Coerce her? I'm just trying to get to the bottom of why someone like Rachel... Oh, I think we're clear, Principal Wells. Someone like Rachel, but not my daughter. Excuse me? Do you have a list of students you assume the worst about? Die Show genießen ist auch gut. Ich will sie jetzt nicht weiter anstiften. Ich schaue einfach nur still zu und genieße die Show. You have no right to treat Chloe this way. This is because she's on financial aid, isn't it? Let's all just calm down. After everything she's been through in the last 2 years, you should be ashamed of yourself. Miss Price. Mrs. Price. Mrs. Price, I appreciate your position, but I assure you, it is only your daughter's past behavior that has led us here today. I understand, Mr. Wells. There is no doubt that Chloe's behavior must improve. But given what we've just learned about the negative influence she was under, I hope you will allow her just one more chance. Miss Amber, I am as surprised as I am disappointed in you. I understand. This being your first infraction in no way reduces its severity. Still, we will not be suspending you at this time. But you have squandered our trust. You will no longer be my administrative assistant first period. And you will no longer be involved in Blackwell's performance of The Tempest. Oh nein. No. Oh nein. Oh nein. Das war... Schauspielen ist ihre große Leidenschaft. Und man hat ja gesehen, es bedeutet ihr sehr viel. Und wenn sie jetzt nicht auftreten darf, wenn sie nicht das Stück aufführen darf... ich glaube, das bricht ihr das Herz. Und das nur wegen uns. Oh nein. Zuerst war ich erleichtert, wie er gesagt hat, sie wird nicht suspendiert oder irgendwas. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt nicht sogar schlimmer für sie ist. What? Are you insane? Your discipline is still pending, Miss Price. Ray, she loves that show. Since this is her first infraction, don't Mr. you think, Amber, I don't tell you how to run the district attorney's office. Please, don't tell me how to run my school. There's a reason we have understudies for all circumstances, accidental and deliberate. I'm sure your understudy... Victoria Chase. Yes, I'm sure Victoria Chase will do fine. That is such... What was that, Miss Price? Chloe is upset for her friend, but we are both grateful that she is not going to be unduly blamed for what happened. There is plenty of blame to go around. Chloe's future at Blackwell will be discussed next, unless you had something to add first, Miss Price. Ah, wir können nochmal die Schuld auf uns nehmen. Sie hat zuerst die Schuld auf sich genommen. Und deswegen, jetzt wo wir sehen, was passieren wird. Wir können ja nicht mehr zurückspulen. Deshalb finde ich das sehr gut, dass wir jetzt noch einmal die Möglichkeit haben, die Schuld auf uns zu nehmen. Ich will nicht, dass sie nicht auftreten darf beim Theaterstück, weil das ist ihre große Leidenschaft. Das ist was, wo sie wirklich ihr Herzblut hineingesteckt hat. Und ich kann das nicht verantworten, dass sie wegen uns... Dass sie dann wegen uns das nicht machen darf. Nein. Nein. Ich nehme die Schuld auf mich. No way is Rachel missing the play for me. But thanks to her acting skills, I'll have to go down in flames if I want to fix this. Und der Victoria, ehrlich gesagt, der gönne ich es auch nicht, dass sie auftreten kann. Das ist so eine... Das ist echt so eine blöde
nicht AQ, aber ihr wisst, was ich meine. Nein, der gönne ich diesen Auftritt überhaupt nicht. Die wird sich's wahrscheinlich wünschen, aber einfach nein. Die Rachel kann's erstens viel besser, bin ich der festen Überzeugung. Und bei der Rachel, da hängt mehr dahinter als einfach nur, oh, ich bin jetzt Fame. Ja. Antworten, ja, das kennen wir ja, glaube ich, schon. Get your head out of your ass, Wells. Chloe, you seriously think yesterday was a little Miss Sunshine's idea? Miss Amber has accepted her responsibility. Wenn es schon... akzeptieren Sie die Realität, Sie sind inakzeptabel. Oh. Don't you have the slightest idea how this works? You don't wake up one morning and decide to be an outlaw. You need priors. You need training. Rachel confessed. Are you calling her a liar? Oh nein, sie sollten gestehen, klasse Schauspielerin. Das ist sie nämlich wirklich. I confess to thinking she can act like a motherfucker. You just bought her crap. Hook, line and sinker. You don't have to do this. It's okay. Really. Wir sind Freunde. Sag mir nicht, was ich tun soll. Jeden das Seine. How about you don't take credit for my shit? You don't see me claiming I did my homework, do you? Because that's your stupid thing. Chloe, this can't be you. Apologize this instant. Ich bereue Nathans Mobbing. Sorry, dass ich sie schlecht mache. Lassen Sie Rachel da raus. Fine. I shouldn't have pulled Rachel out of class. If I'd known she couldn't handle it, I would have gone it alone. Why speak up, Miss Price? Your words do not exonerate Rachel, but they do further implicate you. Ich weiß. Warum nicht die Wahrheit sagen? Was? Ich kann das nicht lesen, Links. Ich bin die Schlimmste. Warum nicht die Wahrheit sagen? Why? Oh, ja, wir haben es geschafft. Tell the truth, for once. Something that happens so rarely around here. Everybody lies. I've heard enough. Rachel, you were clearly trying to cover for your classmate. I appreciate the motive, but I appreciate honesty more. Is that understood? Yes, sir. You will not be removed from the play. Was that so hard? Thank you. And Miss Price, I came into today's meeting planning to suspend you for the rest of the school year, with a chance for reinstatement in the fall. And now? You are expelled. What? No. I will have Skip Matthews escort you to clean out your locker. You may wait outside my office until he arrives. That is all. Good day, Mrs. Price, Mr. and Mrs. Amber. Ray. Come on, Chloe. Okay, das ist jetzt auch ziemlich scheiße, aber ich will nicht, dass Rachel für was bestraft wird, was sie nicht unbedingt... I'm sorry, nothing to be sorry about. Meet me at the junkyard later? You bet. Ja. I didn't get the chance to introduce myself. I'm Joyce. Mrs. Price. I'm Rose. This is James. I'm sorry we had to meet like this. No, I'm sorry. I'm sure for you this is an unusual circumstance. We really should be going. Nice to meet you. Mom, I'll see you. In the parking lot. Hey, Chloe. I'm supposed to walk you out. Just you and me. Hey, Skip? Fuck 'em. Bunch of fascists. Hey, just wanted to say, it sucks what is happening to you. Thanks, Skip. You're gonna be missed. I don't really care about any of this shit. Except my secret stash. Might as well grab my emergency joint while I'm here.
und damit dürfen wir jetzt auch losspielen. Boah, das war schon wieder mal ein Anfang. Aber ich habe Rachel einfach nicht... Ich habe sie nicht die ganze Strafe einstecken lassen können. Hätte man natürlich machen können, aber das wäre eine ziemlich arschige Aktion von uns gewesen. Und jetzt darf sie auch auftreten und das war mir einfach wichtig. Dad got Bongo from the rescue shelter. Then he got run over by a car. Moral of the story, no one's ever really rescued. Ja. Ihr Grabstein steht ja draußen im Garten. Das haben wir in der ersten, also im ersten Spiel gesehen. Und das Foto nehmen wir natürlich mit von unserer kleinen Katze. Oh. Unsere Mutter ist jetzt natürlich auch aufgebracht, deswegen kann ich verstehen. I had big plans for adding to this collage. Oh well. Können wir vielleicht jetzt noch was dazu schreiben? Nein, leider nicht. Schade. Having Justin as my locker neighbor was one of the few not shitty things about this place. Trusty keeper of my graffiti pens. You've served me well. Ist auch ein schönes Motiv da drauf. So ein kiffendes Pferd. Oder ist das vielleicht sogar ein Einhorn? Nein, ich sehe kein Horn. Love how every time someone tells me how much potential I have, it's right before saying how I'm wasting it all. Chloe Price, Bewertung des Chemielaborversuchs vom 17.01. F.O. durchgefallen. Chloe, ich muss mehr Einsatz von dir sehen, oder du fällst in meinem Kurs durch. Die Qualität deiner Arbeit seit kurzem entspricht nicht dem Potenzial, das ich in dir sehe. Ich weiß, du kannst es besser. Miss Grant wahrscheinlich. Ja, und was sollen wir jetzt noch damit anfangen? Wir sind aus der Schule geflogen, jetzt können wir es genauso gut wegschmeißen. Melly, hast du Schokolade? Lese ich das richtig? Oder ist da irgendwo Schokolade zu sehen? Ich sehe jedenfalls keine. Aber ich habe noch einen Schokomuffin da. Oh, für später. Maybe Cam was the class I hated the least. Und weg damit. Geometrie. If Chloe leaves Blackwell at 11 a.m., going 100 miles per hour, how long will it take her to get as far away as fucking possible? Habe ich da gerade irgend so einen halben angeranzten Donut gesehen? I should write a poem to mark the occasion. Something with imagery. Und alles einfach wegschmeißen. Absolutely, positively the best concert of 2008. Too bad it's time to go. Ich habe gedacht, das beste Konzert des Jahres war Firewalk. Metal. Yep, das hätte ich auch so lesen können. Vielen Dank. Hey, nein, das schmeißt du nicht weg. Warum schmeißt du das weg? Absolutely. Positively the best concert. Wonder who will grace this space after me. Ich will das nicht wegschmeißen. Ich glaube, ich lasse das. Und das können wir leider auch nicht mitnehmen. Ich kann sonst nichts machen. Ich muss es vermutlich wegschmeißen. Oh, das ist ihr geheimes Grasversteck. Alles klar? Finally.
what I actually came here for. Jackpot. Wait. What the hell? Damn it, Justin. Ah, der Justin hat's geklaut. Joey, hey, ich musste mir deinen Vorrat leihen. Verzweifelte Zeiten, okay? Ich verspreche, du kriegst es nächste Woche zurück, Justin. Ja. Ich frag mich, wie lange das schon da hinten hängt. Fuck every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling. But with Skip watching me... Bathroom. Then I'm out. Cool? Okay. But try to make it fast, will you? Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. Most of our feelings, they are dead and they are gone.